Heute schauen wir uns für euch den Digidapter für die DJI FPV-Brille an. Das DJI FPV-System ist natürlich nur für die digitale Bildübertragung und wenn man jetzt zum Beispiel solche Kopter hat, also kleine Tiny Whoops, die eben noch analog laufen oder andere alte Kopter, die eben auch noch auf analog laufen, muss man entweder eine analoge Brille, so wie diese Fat Shark HDO 2 haben oder guckt doof in die Röhre. Man kann zwar schon länger ein analoges Bildsignal hier einspeisen und dann in der Brille sehen, allerdings gab es dafür bisher nicht wirklich gute Umsetzungsmöglichkeiten. Es gab zwar schon Platinen wie diese hier, die haben wir auch im Shop, allerdings richtet sich diese Platine eher an Bastler, weil man sich dafür noch sein eigenes Gehäuse 3D drucken muss. Die Firma British Drone Industries füllt diese Lücke mit dem Digidapter. Die haben nämlich die Form der Faceplate von der DJI FPV-Brille genommen und haben dann zusätzlich mit ein bisschen Technik hier einen Analog-Modulschacht eingebaut. Und da die Faceplate nur mit diesen zwei Schrauben befestigt ist und der Rest tatsächlich über Plug and Play mit Kabeln läuft, ist das natürlich super einfach und für jeden umsetzbar. Und das sogar ohne die Garantie an der Brille zu verletzen. Und wie man die Faceplate tauscht und alles anschließt, das zeigen wir euch jetzt. Okay, im Lieferumfang haben wir den Digidapter selbst, ein Kabel für die Stromzufuhr, ein Kabel für die analoge Bildübertragung, und die zwei passenden Schrauben mit dem passenden Werkzeug direkt dabei. So, als allererstes werden wir hier mal die Schrauben lösen. Also einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug. Okay, die Schrauben sind ab und dann nehmen wir das mal weg. Hier haben wir einfach diese Faceplate, die besteht aus so einem Aluminium. Und hier hinter der Faceplate befinden sich dann auch direkt die Bildschirme. Hier sollte jetzt natürlich keine Sonne direkt reinscheinen. So, dann nehmen wir den Digidapter. Der besteht aus PCB-Plastik, also einem relativ stabilen Plastik, aber es ist halt Plastik, kein Aluminium. So, dann legen wir das hier drauf. Wir sehen, das passt auch schon ziemlich gut. Und dann hat uns ja Digidapter hier extra die passenden etwas längeren Schrauben mit hinzugefügt. Und die müssen wir dann einfach nur hier ranstecken und entsprechend festschrauben. So, nicht zu festschrauben. Denkt dran, nach fest kommt ab. Dann nochmal kontrollieren, ob auch nichts wackelt. Das sieht alles sehr gut aus. Und wenn ich mir das hier jetzt nochmal genau angucke, also die Passform ist wirklich ziemlich genau. Das haben die schon sehr sauber gemacht. Und dann haben wir die Faceplate an sich erstmal schon installiert und dann können wir direkt zum nächsten Schritt weitergehen. Als nächstes nehmen wir unser Analogmodul. Ich habe in dem Fall mein TBS Fusion genommen. Und dann sehen wir auch schon, das geht im Prinzip genauso wie bei der Fat Shark. Die Stifte müssen da dann einfach vernünftig reingesteckt werden. Und mehr ist es auch nicht. So, und ich habe jetzt hier auch noch das Cover von dem TBS Fusion drauf gemacht. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Bei dem Fusion fällt mir jetzt hier auf, dass es hier ein leichtes Spaltmaß gibt. Gut, dann packen wir noch schnell die Antennen dran. Und gehen zum nächsten Schritt. Und jetzt müssen wir wirklich einfach nur noch die Kabel verbinden und dann passt das schon. Und zwar kommt das analoge Datenübertragungskabel hier oben rein und das andere Ende in die DJI-Brille hier hinein. Und bei dem Stromkabel gibt es ein kurzes Ende und ein langes Ende. Das lange Ende kommt dann hier in den Digidapter und das kurze Ende kommt dann in die DJI FPV-Brille. Ja, und damit haben wir alles schon angeschlossen, was wir anschließen müssen und haben jetzt hier entsprechend den Eingang für den Strom, den wir sonst hier an die DJI-Brille anschließen würden. Das heißt, da kommt dann der Strom dran. Okay, wir gehen für euch mal mit einer Actioncam in die Brille, damit ihr auch seht, wie das im Menü hier funktioniert. Und zwar klickt ihr einmal auf Menü, geht dann in Settings und dann auf AV-In. Und dann seht ihr im Prinzip schon das, was das Modul euch sendet. Das ist in dem Fall natürlich weißes Rauschen, weil eben kein Kopter gerade an ist. Aber wir machen für euch mal einen Kopter an, um euch zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal so an. Da ist der Tim an der Kamera. Hier bin ich. Hallo, hallo. Dementsprechend, ihr seht, es funktioniert. Ihr könnt über den Menü-Button übrigens oben auch noch die Größe einstellen. Ich habe das immer so auf 70-80%, das finde ich am angenehmsten. Und ansonsten könnt ihr hier auch noch andere Settings einstellen, um das Bild entsprechend noch etwas mehr anzupassen.
Nur um euch das auch mal zu zeigen, wir haben hier ein TrueD auch dran gepackt und es funktioniert auch entsprechend damit, weil dieser Modulschacht wurde im Prinzip dem von der Fat Shark nachempfunden. Dementsprechend sollten alle Module, die auf die Fat Shark passen, auch auf diesen Digidapter passen. Übrigens, über diesen unteren Klinkenstecker könnt ihr Audio-Out empfangen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den von Mr. Steel entworfenen Ein-Ohr-Kopfhörer habt, dann könnt ihr den hier dran anschließen. Und generell hat das aufgenommene DVR aus der DJI FPV-Brille, also auch vom Analogmodul, 60 FPS im Gegensatz zu 30 FPS aus den Fat Shark-Brillen. Und was uns auch aufgefallen ist, ist das Entfernen dieser Leisten hier oder dieser Abdeckkappen ist ein bisschen fummelig. Da muss man einfach ein bisschen dran rumzuppeln, aber das funktioniert trotzdem irgendwie. Also generell ist der Digidapter eine wunderbare Plug-and-Play-Lösung, wenn man eben analog mit der DJI FPV-Brille auch noch empfangen möchte. Und mit den Stock-Antennen sowie diesen kleinen Stubby-Antennen sollte man hier auch keine Probleme bekommen. Es kann eventuell sein, dass die ein oder andere Patch-Antenne, die jetzt genau dafür entworfen wird, dass man sie auf die Faceplate zum Beispiel klebt, hiermit eventuell Probleme haben könnte. Das muss nicht sein, aber ich will das einfach nur mal als Gedankengang mitgeben, dass falls man an der DJI-Brille generell mal auch andere Antennen benutzen möchte und gleichzeitig das auf der Brille hat, dass man das dann im Hinterkopf hat, dass das auch irgendwie zusammenpassen muss. So, das war unsere kleine Vorstellung vom Digidapter. Der ist jetzt bei uns im Shop erhältlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere solcher Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Channel. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!